ziehen. Ja, ein paar Sachen noch für die Nacht noch herrichten. Noch eine Decke, weil es nämlich arschkalt ist nachts. Ich glaube, es geht runter bis zu 8 Grad oder so. Die Erderwärmung schlägt hier voll zu. Und ich war merke, wenn ich mal zum Kacken muss. Noch. Ja, habe ich hier noch ein Schweizer Messer, kann man halt immer brauchen. Kennt man ja, man macht nachts auf. Muss ich die Fingernägel schneiden. So, ein bisschen Weihwasser, Knoblauch, noch ein Holzpflock, Pfeil und Bogen. Messer. Ein Maasai-Schwert. Eine Pistole. Ein Revolver. Noch ein Gewehr. Noch eine Maschinenpistole. Oh, mein Weihwasser. Oh. Ein Sturmgewehr. Munition. Noch viel mehr Munition. Ja, und hier noch die Funkverbindung. Kann man Luftnahunterstützung, Napalm und Streubombe anfordern oder Artillerieunterstützung. Das müsst ihr aber alles haben. Irgendwas vergessen? Thank you.
Ja, meine erste Nacht hier, das ist schon toll. Also eine gute Idee gewesen mit der Hütte. Das einzigste Dumme ist das Blechdach. Da ist glaube ich ein Eichhorn hinüber, das schmeißt ab und zu mal irgendwas runter. Das hört sich da richtig übel an. Also ich bin das erste Mal richtig aufgeschreckt heute Nacht. Aber es ist wirklich genial, hier so als Sommerhütte und so. Und vielleicht auch mal im Winter. Aber man hört da nachts richtig die Geräusche vom Wald und so. Macht echt Laune. Würde ich jetzt also die restlichen Nächte, wo ich hier bin, würde ich das auch, würde ich hier auch schlafen. Dann der Sonnenaufgang hier, gerade in die andere Richtung, wo die Kamera ist. Obwohl er im Winter schöner ist, Sonnenaufgang. Ich liege auch am, ich sehe nichts wegen der Bäume. Das ist sicher im Sommer auch toll, aber das ist alles Zugwachser hier. Ja, ich würde sie jetzt echt noch mal eine Weile aushalten. Also ich muss morgen fahren, leider wieder, oder ja, übermorgen, ne, übermorgen fahre ich wieder zurück. Ich würde sie echt wieder aushalten. Ein paar Wochen. Oder ein paar Monate oder ein paar Jahre. War schon kurzer Part, jetzt 4 Tage. Ja, Sommer hat auch seine Reize. Also ich wollte ja, oder ich will auch definitiv im Winter hierher kommen, mal länger Zeit. Aber Sommer hat natürlich auch seinen Reiz. Wobei man dieses Jahr sagen muss, es ist relativ frisch. Also es ist gestern hatten wir 21 Grad. Und heute haben sie gar ein bisschen wärmer, 23 Grad. Das geht dann noch. Die letzten Jahre, wo ich hier war, da hat es immer weit über 30 Grad gehabt im Sommer. Und es ist noch zu warm, da konnte man eigentlich überhaupt nichts mehr machen. Das ist jetzt dieses Jahr echt gut. Oh ja. Mein Kaffee kocht. Mein Wasser kocht. Das Kaffee nicht. Und da gleich 2 Tassen. Ja. Ja, traumhaftes Grundstück, kann ich immer wieder, betonen. Also wirklich. Ja, wirklich ein Volltreffer war das. Oh, Marmelade habe ich vergessen. Das ist ein ungarischer Butter, ich weiß, der ist irgendwie komisch. So weiß. Muss ich mal Kerrygold wieder kaufen. Ja, da lohnt sich fast der Butter aus Deutschland mitbringen, so teuer wie der ist.